Musa a.s. wächst nun heran, ja, zu einem Mann, zu einem kräftigen Mann. So läuft er eines Tages in den Straßen von Ägypten und bekommt mit, wie sich zwei Leute streiten. Einmal ein ägyptischer Kopte und einer von Bene Israel. Und Musa a.s. ist von welchem Stamm? Er ist von Bene Israel. Auch wenn er mit wem aufgewachsen ist? Mit den Kopten, da er im Hause von Pharaon aufgewachsen ist. Diese Person von Bene Israel ruft aber trotzdem Musa a.s. zu Hilfe. Und es war natürlich bekannt, Musa a.s. ist in dem Palast von Pharaon aufgewachsen. Und so ruft dieser eine von Bene Israel Musa a.s. zu Hilfe in diesem Streit gegen den anderen. Musa a.s. kommt und schlägt den ägyptischen Kopten. Und was passiert mit ihm? Er stirbt. Ja? Durch diesen Einschlag von Musa a.s. ist der ägyptische Kopte gestorben. Und das ist in der Geschichte zuvor nie passiert. Dass eine Person, jemand von diesen Gefolgsleuten von Pharaon getötet hat, einen ägyptischen Kopten, dass der getötet wurde, das ist nicht passiert. Ja? Das war sozusagen die Elite. Da hat sich keiner herangetraut. Und jetzt wurde einer von denen getötet. Pharaon macht was? Weil er so wütend ist, dass ein Kopte getötet wurde. Er schickt Spione in die verschiedenen Straßen des Landes, um herauszufinden, wer diesen Kopten getötet hat. Und es stellt sich heraus, dass es Musa a.s. war. Ein Mann offenbart Musa a.s., dass Pharaon weiß, dass er diesen Kopten getötet hat und dass nach ihm gesucht wird. Ja, dass die Soldaten von Pharaon, dass sie ihn suchen. Also macht Musa a.s. was? Er verlässt Ägypten. Er verlässt Ägypten und flüchtet. Im Übrigen zu der Zeit war Musa a.s. schon ein Prophet, ja oder nein? Noch nicht. Ja? Zu der Zeit war Musa a.s. noch kein Prophet. Der war ein Muslim? Zu der Zeit? Natürlich. Ja? Kein Prophet war irgendwann in einem Teil von seinem Leben ein Käfer. Ja? Musa a.s. verlässt nun Ägypten in Richtung Scham. Ja,